Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute stelle ich euch mal die Mischstation vor. Die Mischstation, wie der Name schon sagt, ist natürlich zum Futtermischen. Die Produktion beträgt 10 Tonnen pro Stunde Mischfutter. Die Kapazität beträgt 100.000 Tonnen, 100 Tonnen. Die Unterhaltskosten belaufen sich auf 12 Euro pro Tag. Jetzt lese ich euch mal flott den Text vor. Diese kleine platzierbare Anlage produziert Mischfutter für Kühe, Schafe. Die je drei Vorratssilos müssen mit Stroh, Heu und Silage befüllt werden. Jedes hat eine Kapazität von 50 Tonnen. Im Mischfutterbehälter werden die einzelnen Sorten im Verhältnis 0,41:1 zu Futter gemixt. Ja, das war's dann auch eigentlich schon von der Beschreibung hier. Dann haben wir hier oben noch diese schöne wunderbare Lampe. Wenn sie rot ist, ist ein Silo leer. Wenn die gelb blinkt, Mischbehälter voll und grün alles in Ordnung, es wird produziert. So, dann kann man hier dran gehen und da wird uns das oben links nochmal alles in Prozentzahlen angezeigt, wie viel da jemals drin ist. So, dann gibt es noch ein Meldungssystem am Rand des Bildschirms, damit man nicht immer hier sein muss und gucken muss, wann das fertig ist, dann wird einem das automatisch gezeigt. So, schauen wir uns erstmal die Texturen des schönen Stücks an. Also, es sieht wunderschön aus. Richtig schön, auch hier hinten die Trommeln da drin. Kleine Sticker noch da dran. Schaut schön aus. Dann haben wir hier die ganzen Schnecken da drin, die das dann umrühren. Und hier drüber über die Schnecke da. Upala, über die Schnecke wird das dann hier rüber. Über das Rohr. Und dann kann man mit dem Anhänger drunter fahren. Ihr seht gerne, was man da drunter fährt. Man kann Anhänger nehmen, man kann alles Mögliche nehmen. Man kann auch den Futtermischwagen, denke ich mal, nehmen. Und dann kann man das am Stall reinfüttern. Gut, so, hier vorne kommt das Stroh rein, hier kommt Heu rein und hier hinten kommt dann die Silage rein. So, das kann ich aber jetzt nicht alles zeigen, tut mir wirklich leid, weil ich, wie ihr seht, habe ich hier auf dem Spielstand keine Kühe und so viel Silage und Dingens habe ich alles nicht. Sonst würde ich euch das gerne mal zeigen, da müsst ihr mal ein anderes Video anschauen. Ich zeige euch jetzt nochmal die Funktionen. Also, das muss alles voll sein und dann kann man damit schön mischen und dann hat man halt Futter. Dann braucht man nicht keinen größeren Mischwagen nehmen, deshalb heißt ja Mischstation. So, das war's dann auch schon mit der Mod-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch wieder super gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben, um wieder nichts zu verpassen. Mich abonnieren natürlich. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Mod-Vorstellung natürlich wieder. Bis dahin.